Wenn man es als Fußballer schafft, während seiner aktiven Karriere in gleich zwei Vereinen Legendenstatus zu erreichen, dann kann man so wahnsinnig viel nicht falsch gemacht haben. Und Finn Bartels hat genau das geschafft. Einmal natürlich hier in seiner Heimat in Kiel bei Holstein und auch beim SV Werder Bremen. Und wenn so ein Mann dann sein Abschiedsspiel bestreitet und zum letzten Match seiner Laufbahn bittet, dann kommen nicht nur viele alte Weggefährten, dann macht sich natürlich auch die Deichstube auf den Weg aus Bremen, um bei diesem Spiel dabei zu sein, um mal zu gucken, was hier eigentlich so los ist. Ich glaube, was die Menschen immer bei ihm honoriert haben, ist, dass er sehr bodenständig geblieben ist bei allem Erfolg, den er hatte. Und darüber hinaus ist er halt auch immer ein Sportler gewesen, der, glaube ich, alles für die Mannschaft gegeben hat und für den Sieg. Und ich glaube, das honorieren die Menschen. Total bodenständig, finde ich. Absoluter Familienmensch. Eher demütig oder fast schon zurückhaltend. Sehr sympathisch. Auf dem Nebenplatz, Abende schön verbracht und ja, ist auf jeden Fall ein super Junge. Finde ich sein ein besonderer Tipp, ganz entspannt, ist sehr viel Spaß mit ihm und war immer sehr beliebt in Kabine. Was viel mehr überragt, ist einfach seine Persönlichkeit als Mensch, als privater Typ und deswegen bin ich froh, heute eingeladen gewesen zu sein. Viele Emotionen, ja, hier fast so viele Leute bei so einem Spiel, hätte ich auch nicht erwartet. Die Jungs, die hier sind, ja, das muss man erstmal verarbeiten. Super. Ja, das Spiel ist ja dann nicht das, was dann in einem normalen Ligaspiel passiert. Da plätschert das auch mal dahin, 10-9. Ja gut, hat man auch nicht alle Tage, aber insgesamt hat das so das Ganze drumherum einfach viel, viel Freude gemacht. Ja, kann mich nur bei allen Beteiligten, von Fans, Spielern, Trainer, Staff, alle, die mitgewirkt haben und hier oder im Stadion waren, ja, einfach nur ein herzliches Dankeschön dafür.